Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem neuen Talk-Format der Huffington Post in Zusammenarbeit mit der Verlagsgruppe Random House. Vier Buchstaben bewegen dieses Land. Vier Buchstaben, die für die einen eine Verheißung sind, Arbeitsplätze versprechen, Innovation und Wirtschaftswachstum. Und vier Buchstaben, die für die anderen den Abstieg bedeuten, den Verkauf von Verbraucherrechten, von Umweltschutzstandards. Wir möchten hier heute Abend über TTIP diskutieren, über das Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei sehr einflussreiche und streitbare Kandidaten für genau diese Diskussion gewinnen konnten heute Abend. Auf der einen Seite Thilo Bode, den Gründer von Foodwatch, der Verbraucherschutzorganisation. Und Thilo Bode kennt nicht nur nahezu jeden Lebensmittelskandal dieses Landes. Thilo Bode hat auch die Streitschrift gegen TTIP geschrieben, die Freihandelslüge TTIP. Und das Buch war bereits auf Platz 4 der Bestsellerlisten. Das Thema bewegt die Menschen. Ihm gegenüber Albert Dühn, den Landesvorsitzenden der FDP in Bayern. Und Albert Dühn ist ein Mann, der nicht gegen alles ist, sondern der auch für einige Dinge ist, wie er auf seiner Facebook-Seite kürzlich bekannt gegeben hat. Albert Dühn hat geschrieben, ich bin für G7, ich bin für G8, ich bin für Atomkraft und ich bin für TTIP. Damit sind die Fronten für heute Abend klar. Bevor wir aber loslegen, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis. Und zwar, dieses Format, ich sagte es schon, ist ein interaktives Format. Das bedeutet, dass Sie, von wo auch immer Sie uns gerade zuschauen, vom Smartphone, vom Tablet oder von Ihrem Computer, sich beteiligen können. Sie sehen unter diesem Stream ein Feld, in dem Sie Fragen stellen können. Sie können Ihren Namen angeben, Sie können es lassen, wie auch immer. Sie können Fragen stellen, Sie können sich beteiligen, Sie können widersprechen und Sie können uns für diese Sendung Feedback geben. Und das ist uns extrem wichtig, denn das ist ja auch der Charakter der Huffington Post. Wir sind eine Nachrichtenseite und auf der anderen Seite eine Debattenplattform. Und genau das wollen wir heute Abend hier führen, Debatten. Uns geht es darum, dass Sie am Ende des Tages wissen, was ist dieses TTIP eigentlich? Ist es gut, ist es schlecht? Die Meinung können Sie sich bilden. Und Sie sollen in der Lage sein, am Ende tatsächlich bei jeder Diskussion mitreden zu können. Und damit Sie das können, müssen wir zunächst eine gemeinsame Ausgangsbasis schaffen. Herr Dühn, und daher geht die erste Frage an Sie. Ich habe das Gefühl im Moment, wenn wir auf den Straßen Menschen fragen würden, was ist eigentlich TTIP, haben das viele schon mal gehört, viele haben irgendwie eine Meinung, aber so ganz genau weiß man nicht, was es ist. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie wären der Regisseur der Sendung für die Maus und Sie müssten TTIP für ganz einfache, für Schüler, für Kinder erklären. Wie würden Sie das inszenieren? Also es gibt in den verschiedenen Ländern verschiedene Standards. Das gibt in der Elektrotechnik, in allen möglichen Dingen. So wie es die früher auch in Europa gab. Und dann hat man sich entschlossen, eine Europäische Union zu schaffen, die wir heute haben. Und ich kann heute Teile, Gegenstände, Nahrungsmittel kaufen im Geschäft, wenn die in Europa hergestellt sind, unterliegen sie alle denselben Regeln und Vorgaben. Und das möchten wir gerne herbeiführen, indem wir ein Freihandelsabkommen schaffen mit den Amerikanern, mit der USA. Mit Kanada ist ja, ohne dass es große Aufregung gegeben hat, praktisch schon passiert. Das gleiche unter CETA, das gleiche Verfahren. Und wir müssen eben einiges zwischen Amerika und Europa harmonisieren. Harmonisieren heißt nicht unbedingt dem Schwächeren nachgeben, sondern den Schwächeren nachziehen auf die Position des Stärkeren. Und da kann ich zum Beispiel speziell in der Elektrotechnik kann ich da sehr, sehr vieles bringen, wo die Unterschiede zwischen den amerikanischen Standards liegen und bei uns die Standards. Und ich glaube, dass wir das Beste aus beiden Welten müssen wir zusammenbringen. Das ist unsere Aufgabe. Und wir müssen vor allen Dingen eins abschaffen, unbedingt diese ganzen Zollhürden, die sind totaler Unsinn und unsinnig ist es nahezu
bürokratisch hoch drei, etwas in die Staaten zu exportieren, weil die Vorgaben in den USA noch höher sind als bei uns. Okay, also die Kinder, die Sie so kennen, haben eine ganze Menge auf dem Kasten, merken wir gerade. Ich versuche es mal bei Herrn Bode. Wie würden Sie TTIP in der Sendung für die Maus erklären? Ich würde sagen, dass es verschiedene Länder gibt. Die Kinder kennen das heute ja schon, weil sie schon alle im Kleinstalter irgendwo hinfliegen. Und dass die einen Länder können das besonders gut herstellen. Zum Beispiel können die in Afrika vielleicht besonders gut in Nordafrika Oliven herstellen. Und in Europa können sie besonders gut, sagen wir mal, Kartoffeln herstellen oder Weizen. Und das ist sinnlos, in Nordafrika Weizen anzubauen, weil da regnet es wenig. Und deswegen ist es gut, sich auf Oliven zu spezialisieren. Und die in Europa machen die Hersteller Weizen. Und dann können die Nordafrikaner ihre Oliven verkaufen für viel Geld und sich dafür den Weizen billiger kaufen. Und umgekehrt, die Europäer kaufen sich die Oliven und können den Weizen teurer verkaufen. Ja, anstatt dass sie in Emden, wo ja Dün herkommt, Oliven anbauen. Das würde nämlich nicht funktionieren. So, das ist das Prinzip des Freihandels. Da hat jeder was davon. Und dann würde ich Ihnen sagen, TTIP, da geht es nicht um dieses Prinzip des Freihandels. Das nennt sich nur so. Hinter TTIP steckt nämlich die Absicht, dass Konzerne in Zukunft unsere Gesetze schreiben. Und das wollen wir verhindern. Okay. Das ist doch Unsinn. Ich würde gerne, die Diskussion werden wir führen heute Abend. Aber bevor wir sie führen, würde ich das gerne noch mal auf den Punkt bringen. Herr Dün, Sie sind ja selbst Unternehmer. Warum ist Freihandel wichtig? Wir brauchen internationale Standards, dass wir bei Wettbewerbssituationen, die wir ja weltweit haben, ich bin ja international tätig, dass wir nach den gleichen Regeln miteinander handeln. Also die Märkte, Amerikaner, dürfen sich nicht durch, verdammt nochmal, höhere Zölle für Einfuhren aus Europa vor dem europäischen Markt abschotten und genauso wenig umgekehrt, weil das ist nicht Gleichstellung innerhalb des Handels. Also es müssen die gleichen Bedingungen herrschen, unter gleichen Bedingungen, die gleichen Normen, die gleichen Voraussetzungen. Und dann kann man miteinander Handel betreiben. Herr Bode, ich habe von Ihnen mal gelesen, ein Zitat, in dem Sie gesagt haben, ich bin Ökonom, Freihandel ist für mich erstmal eine gute Sache. Das hat man ja auch an Ihrer Beschreibung eben bemerkt. Was ist diesmal so fürchterlich schiefgegangen? Das, was Herr Dün gesagt hat, kann ich ja durchaus unterschreiben. Also wenn Zölle bestehen, dann soll man die abschaffen, weil die stören den internationalen Handel und das ist zum Vorteil aller. Und wenn es um technische Standards geht, also ich nehme mal das berühmte Beispiel von den Autoblinkern. Die einen Autoblinker sind orange und die anderen weiß, was auch immer. Wenn die unterschiedlich sind, gibt es unterschiedliche Produktionskosten. Diese Sachen abzuschaffen, ja, damit die Autos oder was auch immer oder auch elektrische Geräte leichter getauscht werden können, da bin ich auch dafür. Da trennt uns nichts. Aber dann hört es wahrscheinlich auch schon auf, denn bei TTIP geht es praktisch nicht mehr um Zölle. Also der Durchschnittszollsatz zwischen USA und Europa ist sehr gering. Und das, was uns nicht stört, das sind die Beseitigung von technischen Handelshemmnissen. Aber bei TTIP, und jetzt kommt der große Punkt, werden auch als Handelshemmnisse identifiziert, Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz, Umweltschutz. Zum Beispiel etwa eine transparente Kennzeichnung für Nahrungsmittel gilt als Umweltschutz. Regionale Herkunftskennzeichnung, als Handelshemmnis, Entschuldigung, regionale Herkunftskennzeichnungen gelten als Handelshemmnis, wie auch zum Beispiel strenge Prüfungen bei Chemikalien. Und dagegen wehren wir uns, dass diese, es sind ja keine Standards, da meint Herr Dün Regulierungen, dass diese Regulierungen beseitigt und geschliffen werden. Und da gibt es auch jetzt, gerade jetzt Ansatzpunkte, dass das tatsächlich passiert, dass diese Standards im nicht-technischen Bereich, im gesellschaftspolitischen Bereich gefährdet sind. Aber wo sehen Sie diese Ansätze? Weil bislang waren die Verhandlungen der EU und der Amerikaner über dieses Thema ja anonym. Naja, geheim. Ja, aber es gibt ja doch hin und wieder Sachen, die nach außen dringen, zum Beispiel, die auch offen diskutiert werden. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, weil wenn wir davon reden, dass diese Standards, das Wort mag ich nicht, gesenkt werden, meinen wir immer, wenn TTIP in Kraft tritt,
wird sofort alles schlecht, aber das kann ja auch bedeuten, dass zukünftige Verbesserungen wegfallen. Es gibt zum Beispiel diese Stoffe, die den menschlichen Hormonhaushalt gefährden und die Fruchtbarkeit von Menschen beeinträchtigen. Die sollten in der EU streng reguliert werden. Die Europäer betrachten diese Stoffe als nicht sicher. Die Amerikaner sagen, die sind sicher. Jetzt zeichnet sich ab, dass aufgrund der Verhandlungen die Regulierung dieser Stoffe hinausgeschoben worden ist. Also das ist eine Verwässerung von Standards. Oder zum Beispiel, wie heute für die Abstimmung des Parlaments, die nicht stattfindet, rausgekommen ist, hat die Kommission sich mit den Amerikanern verabredet, dass bei der Festlegung von Pestizidgrenzwerten die Europäische Lebensmittelbehörde keine Vorbehalte mehr da vorbringen soll bei den Verhandlungen. Das heißt also, auch da findet eine Bedrohung von zulässigen Belastungen mit Pestiziden statt. Und die Indizien sind klar. Und der schlimmste Punkt für uns ist eben der, dass aufgrund der speziellen völkerrechtlichen Bedeutung von TTIP die Verbesserung von gesellschaftspolitischen Regulierungen in Zukunft erschwert wird, und dagegen wehren wir uns. Wir haben nichts gegen die Beseitigung technischer Handelshemmnisse, Herr Dün. Wir beschäftigen uns mit den anderen, mit den gesellschaftspolitischen Fragen. Aber ich kann mich erinnern, neulich in einem Interview haben Sie gesagt, naja, dann kommen wir eben so weit, dass zum Beispiel Großkonzerne wie Automobilhersteller dann in kostengünstigeren Gegenden in Süd-USA die Autos bauen. Entschuldigen Sie bitte, das tun die schon heute schon. Es ist doch heute nicht möglich, einem Unternehmen vorzuschreiben, wo sie ihre Produkte herstellen. Das haben sie ja schon heute nicht mehr. Nein, das ist Punkt 1. Ja. Punkt 2, alles, was sie gerade gebracht haben, sie hebeln immer die nationale Gesetzgebung aus. Und das stimmt einfach nicht. Die nationale Gesetzgebung ist heute Stand der Dinge und darf nicht aufgeweicht werden. Und das steht auch drin in TTIP. In den Verhandlungen ist drin, die nationale Gesetzgebung ist das oberste Gebot. Und die können nicht aufgeweicht werden. Herr Dün, da sind Sie, wie so viele andere, leider nicht richtig informiert. Das steht auf alle Fälle drin, offiziell. Ja, und das ist eben falsch. Wenn es offiziell bei der EU drinsteht, in den Papieren, ist es berufbar. Ja, natürlich ist es falsch. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Man kann auch die Wahrheit dadurch nicht sagen, indem man gewisse Sachen nicht dazu sagt. Also erstmal, alles, was bei TTIP verhandelt wird und beschlossen wird, ist Völkerrecht. Ja? Und nach der Europäischen Verfassung, Entschuldigung, ist Völkerrecht unmittelbar bindend für alles, was Recht ist in Europa. Da gibt es überhaupt nichts zu tun. Ja? Da braucht man nicht mal ein Zustimmungsgesetz. Das bedeutet, wenn zum Beispiel im Nahrungsmittelbereich gegenseitige Anerkennung ist ja zum Beispiel eine Methode, die Standards der Lebensmittelkennzeichnung oder im Tierschutz als gleichwertig anerkannt werden, dann können Sie später diese Vereinbarungen nicht mehr, Sie können sie schon noch einseitig verändern, aber wenn Sie das ohne die Zustimmung machen des Handelspartners, dann brechen Sie sozusagen den völkerrechtlichen Vertrag und müssen in Rechnung ziehen, dass Sie vielleicht Vertragsstrafen zahlen müssen oder Handelsaktionen erleiden. Also in Zukunft wird es so sein, alle Gesetze, die wir beschließen, die mit Handel und Investitionen zu tun haben, müssen kompatibel mit TTIP sein. In der Zukunft. In der Zukunft, die vergangenen gelten aber wie geschrieben. Ja, die vergangenen gelten wie beschrieben, aber wenn zum Beispiel TTIP jetzt in Konflikt mit einem bestehenden Gesetz eine Abmachung trifft, dann ist das bestehende Gesetz automatisch rechtswidrig. Nein. Automatisch, nein, das wollen wir bitte festhalten. Das ist nicht wahr. Okay, dann bitte, Herr Dün, nochmal, das wollen wir jetzt mir dokumentieren, das wird ja alles gut. Ja. Eine Verabredung, ein Beschluss, der im Rahmen von TTIP gefallen ist, der hat völkerrechtliche Bedeutung. Sofern er nicht nationale Gesetzgebung beeinflusst. Und wenn dieser Beschluss auf TTIP-Ebene in Konflikt steht mit einem nationalen oder europäischen mit einem bestehenden Gesetz, dann ist dieses bestehende Gesetz rechtswidrig und muss geändert werden. Bei welchem Gesetz fürchten Sie das denn zum Beispiel? Naja, also, um das mal konkret zu machen. Ich befürchte es nicht, aber ich mache mal ein gutes Beispiel. Die Amerikaner wollen uns vergiften. Das ist schade, dass Sie falsch informiert sind, weil das erschwert natürlich die Debatte. Ich will Ihnen eins sagen. Nehmen wir mal die Desinfektion mit Chlor von Geflügeln. Das berühmte Chlor. Ich hantiere mit dem Beispiel nicht so gerne, aber hier mache ich es ausnahmsweise mal. In den USA ist aus bestimmten Gründen diese Chlordesinfektion erlaubt, in Europa nicht.
So, wenn das jetzt bei TTIP beschlossen würde, dass diese Chlordesinfektion in Europa Pflicht ist, kann ja durchaus sein. Das könnte ja sein. Das wird man nicht passieren aus politischen Gründen, das könnte sein. Dann ist jede andere Desinfektion oder ein Gesetz, das dagegen nicht dem entspricht, automatisch rechtswidrig. Automatisch. Klar, es macht ja auch keinen Sinn, Herr Dün. Man hat ja Völkerrecht deshalb, damit es die nationale Gesetzgebung in die Schranken weist. Aber selbst innerhalb Europas gelten heute Gesetze, die auch EU durch die EU nicht beeinträchtigt werden. Und jetzt mal zu dem Chlorhühnchen. Bleiben wir mal. Wir wollen ja hier kein juristisches Seminar machen, aber das, was ich ja eben gesagt habe. Ja, okay, jetzt sage ich was. Gehen Sie in einen orientalen Markt in München. Mhm. Ja? Wunderbare Dinge liegen darum. Wunderbares Essen. Und das schmeckt ja auch noch so klasse. Ja. Glauben Sie mir, Sie können nicht ein Wort drauf lesen und können nicht verstehen, was in diesen Lebensmitteln drin ist. Aber komischerweise, dann ist es dem Menschen egal. Hauptsache, es ist lecker und Sie wollen auch gar nicht wissen, was drin ist. Aber jetzt, das ist irgendwie keine Stellungnahme zu dem Thema, was wir gerade behandeln. Doch, das ist gerade, dass wir eben auch, wir haben Verträge auch mit anderen Ländern außerhalb Europas, in denen wir gewisse Standards festlegen. Genau. Und dort verstoßen wir also quasi schon gegen unser eigenes Recht, indem wir überhaupt zulassen, dass diese Lebensmittel unausgezeichnet praktisch bei uns reinkommen. Nein, Sie haben das nach wie vor nicht verstanden. Wir brauchen jetzt die endgültige Erklärung von Ihnen, dass Herr Dün das versteht. Ja, machen Sie mal. Großer. Also wir verhandeln ja, und das ist der große Unterschied zu bisherigen Freihandelsabkommen, dass wir nicht nur über Zölle reden, sondern über viele andere Handelshemmnisse, die nicht Zölle sind. Da gehören die Vorschriften für Elektrogeräte dazu, zu blinkern, aber da gehört auch der Verbraucherschutz zum Beispiel zu. Wenn jetzt bei TTIP eine Vereinbarung getroffen wird, das heißt also ein Gesetz, das den Verbraucherschutz berührt und ein bereits bestehendes Gesetz in Europa oder in Deutschland dieser Vereinbarung auf TTIP-Ebene widerspricht, was ja sein kann, dann ist das, was in Europa existiert, automatisch rechtswidrig, weil Völkerrecht hebelt bestehendes Recht aus. Das ist der Sinn von Völkerrecht. Man macht Völkerrecht deshalb, damit man selber sich in der nationalen oder europäischen Gesetzgebung eben binden lässt. Ja, ich höre das immer als einen der wichtigsten Argumente gegen TTIP. Ich könnte Ihnen jetzt den Satz von Professor Krajewski von der Universität Erlangen vorlesen, wo das drinsteht, die auch für unsere Regierung arbeitet. Habe ich jetzt extra darauf verzichtet. Aber Herr Dün, das müssen Sie verstehen. Und das ist ein Problem. Nicht, dass ich nichts verstehe, nur wenn ich offizielle Seiten besuche des EU-Parlaments und lese mir tatsächlich diese Verhandlungen, den Stand der Dinge durch, was heute übrigens möglich ist, von wegen es findet geheim statt. Einige Dinge finden hinter verschlossenen Türen statt, einige Sachen nicht. Ja. Dort drin wird genau beschrieben, dass es nicht heißt, hinterher ist nur noch Chlor zulässig, sondern auch es ist beides zulässig. Das kann durchaus sein. Das ist das Problem. Das ist doch das Thema. Das soll doch der Verbraucher selber entscheiden. Wir haben den ersten vorsichtigen Konsens. Es kann durchaus sein, dass es eben dann anschließend zwei Möglichkeiten gibt. Genau. Wir haben überhaupt keinen Konsens. Denn Tatsache ist, dass wenn eine TTIP-Vereinbarung einem bestehenden Gesetz widerspricht, und wenn es kein Auch gibt, dass dann dieses bestehende Gesetz automatisch rechtswidrig ist. Und das wirft große Probleme auf. Weniger für die technischen Handelshemmnisse als für die gesellschaftspolitischen Standards, die in Zukunft weiterentwickelt werden. Das ist einfach ein Riesenproblem. Und wenn Sie das anerkennen würden, Herr Dün, dann hätten wir es relativ einfach. Denn kein Mensch will Ihnen das nicht sozusagen, findet das nicht wichtig, dass nicht diese unnötigen technischen Handelshemmnisse beseitigt werden. Es geht mir gar nicht um die Technik, es geht mir auch darum, Lebensmittel. Ich als Verbraucher möchte entscheiden, was ich mir kaufe und was nicht. Und wenn ich beide Möglichkeiten der Frischhaltung von Lebensmitteln habe und ich entscheide mich dafür, lieber ein Chlorhühnchen zu nehmen, als irgendeins, das von uns mit irgendwelchen Medikamenten gespritzt ist, dann nehme ich das doch gerne in Kauf, dann ist das meine Sache. Und ich möchte nicht, dass mir irgendjemand vorschreibt, wie mein Lebensmittel frisch zu halten ist. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, und zwar unserer ersten Leserfrage. Für alle, die jetzt nachträglich eingeschaltet haben, das ist eine interaktive Sendung. Sie haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Sie können Fragen stellen, Sie können Ihre Meinung äußern.
Und das hat Marco schon getan, der eine, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Frage gestellt hat, der nämlich fragt, hat TTIP auch Vorteile? Welche sind das und welchen Vorteil hat der einfache Verbraucher von TTIP? Und die Frage würde ich gerne an Sie weitergeben, Herr Dün. Ist das, will das nur die Wirtschaft oder habe ich als Verbraucher auch was davon? Sie als Verbraucher haben natürlich automatisch mehr Wettbewerb. Wenn beide Staaten gegenseitig keine Handelshemmnisse mehr aufrechterhalten, wird natürlich automatisch der Wettbewerb steigen. Aber sollte ich mehr Wettbewerb wollen? Also ich meine, gerade im Lebensmittelbereich haben wir einen unglaublichen Wettbewerb in Deutschland. Nirgends sind Lebensmittel so billig, nur weil wir gerade bei Lebensmitteln waren. Ja, dann brauchen wir doch keine Angst zu haben. Dann brauchen wir doch genau bei Lebensmitteln keine Angst zu haben, wenn wir sowieso so günstig sind in Lebensmitteln. Warum sollte ein anderer noch kommen und noch günstiger werden und sich selber das Geschäft versauen oder gegenseitig versauen? Es geht darum, dass der Mensch weltweit letztendlich irgendwann entscheiden können soll. Welche Produkte möchte ich haben? Welches Risiko möchte ich selber eingehen? Und wie möchte ich mich selber ernähren? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich fahren? Wie möchte ich schlafen? Wie möchte ich reisen? Also, ich verstehe es, wenn irgendwelche Medikamente im Spiel sind, brauchen wir nicht drüber reden, kann ich auch nicht großartig mitreden, dann verstehe ich natürlich schon gewisse Probleme auf uns zu kommen. Aber sonst bringen Harmonisierung in allen Bereichen nur Vorteile für die Menschen. Sie sehen das leider zu einseitig. Ich möchte die Frage gern so beantworten. Da bei Freihandelsabkommen kommt nur wirklich was raus, Beschäftigung und Wachstum, wenn wir die Zölle sehr, sehr, sehr weit senken können. Da die Zölle sehr, sehr niedrig sind im transatlantischen Bereich, gibt es wenig Wachstum und Beschäftigungseffekte mehr. Wir haben also, das gibt ja einige Studien zu TTIP, die untersucht haben, ob jetzt da das Wachstum sehr gesteigert wird oder die Beschäftigung wächst, und da kommt praktisch hinten nichts raus. Ja? Und die Industrie hat diese Zahlen sogar noch um den Faktor 10 geschönt, sodass, wenn man sagt, es kommt nicht viel raus, muss man ja das ganz wenige, was überhaupt rauskommt, vielleicht abwägen mit den Nachteilen. Mhm. Und die Nachteile sind erheblich für die Demokratie. Wenn Sie jetzt, also wenn Sie mal hier schauen in den Resolutionen, lassen Sie uns so, die Demokratie kommt Seite. Noch. Ja, ich wollte nur sagen, Verbraucher, ich als Verbraucher, was ist mein Vorteil? Ich habe Ihnen noch mal gesagt, der Verbraucher kann nicht nur einseitig Vorteile, wenn sie denn überhaupt existieren, nehmen, sondern muss immer sagen, was kauft er sich dafür ein? Wir müssen die Summe bilden. Und hier kommt wirtschaftlich für den Verbraucher insgesamt praktisch nichts raus, okay. Von einzelnen Branchen abgesehen. Aber seine Existenz als Staatsbürger, als Demokrat wird durch TTIP bedroht. Und das muss deshalb debattiert werden. Ich kann nur nicht sagen Vorteile, aber was gebe ich dafür auf? Okay, aber große Gefahr. Aber dann lassen Sie uns doch mal schauen auf ein Beispiel, wo es funktioniert hat. Schauen wir nach Südkorea. In Südkorea, es gibt ein Abkommen zwischen Deutschland und Südkorea, und das scheint zu funktionieren, zumindest nach Ansicht verschiedener Wirtschaftsexperten. Was ist damals besser gelaufen? Wir haben bei TTIP doch das spezielle Problem, dass wir zwischen zwei sehr weit entwickelten Volkswirtschaften, bei denen praktisch keine Zölle mehr sind, ein Freihandelsabkommen machen. Das heißt, es geht nicht wie bei Europa und Südkorea im Wesentlichen um Zölle, es geht um andere Handelshemmnisse, ja? Und zwar von denen sehr, sehr viele gesellschaftspolitischer Art sind. Das können Sie überhaupt nicht vergleichen. Deshalb besteht das Problem, dass nicht viel Wachstum rauskommt, nicht viel Beschäftigung rauskommt. Auf der anderen Seite wir große Risiken haben. Deswegen muss man TTIP ablehnen. Was interessant ist, die Industrie redet nicht über die Risiken, die für unsere demokratischen Prozesse bestehen. Sie redet einfach nicht über. Also, und vor allen Dingen, Herr Dün, sie versteht nichts davon. Na, ganz klar. Sie versteht überhaupt nichts davon. Habe ich gemerkt. Nichts. Ich merke das schon. Sie denken immer nur an Zoll. Wissen Sie, was das bedeutet, ein Produkt ins Ausland zu exportieren? Natürlich. Welche Nummern Sie da brauchen? Ich habe selber in meiner Export-Metallhandelsfirma gearbeitet. Dann wissen Sie ganz genau, dass Sie bei Produkten ziemlich ganz genau die Zollwaren, Tarifnummern und das alles einhalten müssen. Ja. Wenn Sie aber Abkommen haben mit den Staaten, dann brauchen Sie das Ganze nicht mehr. Habe ich auch gar nichts dagegen. Aber das ist doch Bürokratieabbau. Ja, ist doch gut. Das hat doch neben Zoll noch ganz andere Auswirkungen. Ja, Zoll ist doch nur 2,5%, 3%. Die Bürokratieabbau, das ist das Entscheidende dabei. Und das bringt nämlich tatsächlich Wachstum. Und also Fortschritt für den Verbraucher. Herr Dün, es bringt, ich meine, ich gönne es den Firmen und es ist wichtig. Und letzten Endes profitiert natürlich der Verbraucher auch und die Angestellten. Nur ist es so,
dass da gesamtwirtschaftlich eben nicht viel rauskommt bei TTIP. Und Sie wollen es Ihnen vorschreiben? Ich möchte überhaupt nichts vorschreiben. Ich finde alle Beseitigung von unnötiger Bürokratie im Handel zwischen Europa und USA technischer Art für unnötig. Das muss beseitigt werden. Ja, wir können das in einem Freihandelsabkommen haben, aber bitte ohne die Risiken, die dazu bestehen. Können wir alles haben. Okay. Ich bin völlig auf Ihrer Seite. Gut. Ja, also wir sind ja bei Medikamenten. Deswegen kommen wir jetzt zu einer wirklich spannenden Frage eines Lesers namens Chris. Die Frage lautet, und die geht an Sie, Herr Bode, was schlagen Sie denn als Alternative zu TTIP vor? Ich schlage als Alternative vor, dass wir uns auf die technischen Handelshemmnisse beschränken. Also das sind zum Beispiel unterschiedliche Standards für das Funktionieren von Druckbehältern, was es alles gibt. Und dass wir das in einfachen, zum Beispiel Branchenverträgen, beseitigen und den ganzen Risikobereich, zum Beispiel die Zusammenarbeit bei der Regulierung, und die Tatsache, dass wir die Weiterentwicklung von gesellschaftspolitischen Standards, dass das erschwert wird, dass wir das weglassen. Dann können wir dieses Handelsabkommen wunderbar schließen. Wir haben zum Beispiel im Bio-Bereich bereits ein Abkommen mit den Amerikanern, die Bio-Äquivalenzverordnung. Wir können Bioprodukte zwischen USA und Europa ungehindert handeln, ohne die Risiken eines komplexen Vertrages mit TTIP. Wir können das haben. Wir haben 40 Verträge bereits. Ja, genau. Können wir doch weitermachen. Das klingt halt wahnsinnig kleinteilig. Da hat er nicht Unrecht. Das ist ja mal der erste Schritt. Ich kann nicht immer den großen Wurf auf einmal machen. Ich muss schon schrittweise vorgehen. Jetzt haben wir schon, ich weiß nicht, über 140 Schritte, wo wir Abkommen haben. Aber vieles muss noch harmonisiert werden. Das große Problem ist, dass ich immer das Gefühl habe, bei den Ökonomen in Europa, die wie Sie immer ein bisschen so... Ich möchte mit denen ja nicht unbedingt verglichen werden. Nein, okay, es tut mir leid, aber es ist so, sie schüren Ängste statt Hoffnung, Mut und ein bisschen auch, wir haben diese Regierung in Europa gewählt, wir haben diese europäische Regierung gewählt und dann haben wir aber nicht mal das geringste Vertrauen, dass das, was veröffentlicht wird von dieser Europäischen Union, Sie bestreiten den Wahrheitsgehalt von allem, was die veröffentlichen. Also die europäische Regierung haben wir nicht gewählt, so geht es schon mal los. Aber nein, wenn man mal über diesen kleinen, kleinen Nachteil hinweggeht, ist es doch so, Herr Dün, habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Nur ich kann doch nur Optimismus schüren, wenn es wirklich keine Gefahren gibt. Und deswegen, ich finde das zu simpel, was Sie sagen. Nochmal. Kein Mensch hat was dagegen, dass der Handel erleichtert wird. Bin ich sofort dafür. Punkt fertig. Aber bitte nicht die Schwächung der Prozesse, der demokratischen Prozesse, die hier vorkommen und dieses Europäische Parlament in der jetzigen Vorlage, die morgen leider nicht abgestimmt wird, ganz klar benennt und zwar in einem Ausmaß, die uns selber überrascht hat. Was hätte es denn eigentlich für Konsequenzen, wenn TTIP nicht zustande käme? Also dann würde es nicht so sein, dass wir wieder zurück auf die Bäume müssen, wie Herr Gabriel suggeriert. Es würde auch nicht so sein, dass unsere Kinder uns verfluchen würden. Es wird nicht viel passieren. Das wäre auf jeden Fall keine Katastrophe, von der man sprechen kann. Aber es wäre natürlich so, dass einzelne Branchen und Firmen Nachteile hätten. Das ist ganz klar. Nachteile hätten. Wer konkret? Ja, zum Beispiel die Automobilindustrie könnte natürlich diese Kostensparung nicht durchführen, wobei man immer sagen muss, dass jedes bilaterale Handelsabkommen auch Nachteile hat für Dritte, das kennen wir. Da gibt es diese lange Diskussion, multilateral oder bilateral, die gibt es. Aber es wäre natürlich keine Katastrophe. Ja. Absolut nicht. Es gibt eine andere Frage von einem Leser, die führt einen Ticken in eine andere Richtung, aber ich finde sie wichtig jetzt zu stellen. Und zwar fragt Tobias, NAFTA hat zu einer enormen Vermögensverschiebung von Arm zu Reich in Mexiko und den USA geführt. Droht sowas auch im Rahmen von TTIP, Herr Dün? Ganz ehrlich muss ich sagen, dass wir aufgrund unserer sozialen Netze in Europa oder speziell in Deutschland das nicht befürchten müssen. Es ist natürlich so, dass die Arbeitnehmerrechte in Mexiko mit unseren überhaupt nicht vergleichbar sind. Es ist wünschenswert, dass ein bisschen was von uns dort rüber schwappt, keine Frage. In den USA auch, wir leben vollkommen anders wie wir. Für uns meistens schwer zu verstehen, Hire and Fire, zu schwer zu verstehen, 2, 3 oder mehr Jobs nebenbei zu haben. Wir leben in einer gewissen Sicherheit, die wir auch keinen Fall aufgeben wollen und auch nicht aufgeben werden.
Es ist richtig so, dass bei Handelsabkommen, wenn Handelshemmnisse beseitigt werden oder Zölle gesenkt werden, gibt es ja auch immer nachteilige Effekte. Ja, nun, die Theorie des internationalen Handels sagt, das muss kompensiert werden. Das stimmt, das können natürlich nur entwickelte Volkswirtschaften oder auch, sagen wir mal, einigermaßen funktionierende Demokratien machen. Ja. Das spielt nicht diese Rolle zwischen zwei hochentwickelten Wirtschaftsbereichen wie den USA und Europa. Das ist aber immer ein Problem auch zwischen entwickelten und nicht so weit entwickelten Vorschriften. Abgesehen davon, dass viele Freihandelsabkommen keine echten sind, sondern auch verkappte protektionistische Absprachen. Also die EU selber ist ein großer Protektionist mit ihrer Landwirtschaftspolitik und schädigt die Anrainer, zum Beispiel in Nordafrika, ganz erheblich. Also die reden zwar viel von Freihandel, praktizieren aber nicht das nur nebenbei. Mhm. Der Leser Stefan fragt, ob unsere Kinder irgendwann Naturschutzstandards wieder nachbessern können im Rahmen dieser ganzen Geschichte, wenn Klagen drohen wegen entgangenen Profiten. Nehme mal an, gibt es die Möglichkeit, dass wir, wenn wir merken, dass jetzt Regeln verändert wurden, die zu sinkenden Standards führen? So eine Art Renationalisierung. Also ich glaube nicht, dass die nationalen Gesetzgebungen, wenn ich das richtig sehe, gehen die auf Naturschutz hinaus, dass die dadurch beeinflusst werden. Das wird auch zu sehr. Das heißt, TTIP führt nicht zu lockererem Naturschutz? Nein, es kann durchaus sein, dass die Gesetze Umweltschutz, dass die Vereinbarung von TTIP Umweltschutz berühren, zum Beispiel im Chemikalienbereich ganz erheblich. Nur ist es so, ich glaube nicht, dass auch die Politiker, die das entscheiden, werden nicht so kurzsichtig sein, dass sie etwas beschließen, was unmittelbar bestehende Gesetze aushebelt. Das werden sie nicht machen. Aber das große Risiko von TTIP ist, dass die Weiterentwicklung des Gesundheitsschutzes, des Naturschutzes, wie auch immer, sehr viel schwieriger wird. Es wird eigentlich eine zusätzliche legislative Ebene eingeführt. Und das ist das eigentliche Problem. Interessant ist ja, dass so getan wird, als ob unsere Standards alle gut sind. In den Bereichen, wo wir uns auskennen, Agrarpolitik, Lebensmittelpolitik, Chemikalienpolitik, Tierschutz, ist es so, dass die Standards miserabel sind. Erinnern und die Weiterentwicklung deswegen verhindert wird. Und das ist das große Problem von Erinnern TTIP. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, ist schon eine Weile her, als über den europäischen Binnenmarkt diskutiert wurde. Damals machten sich die Deutschen auch unfassbare Sorgen. Und damals ging es um das deutsche Reinheitsgebot. Das besteht noch immer. Und die Sorgen waren möglicherweise unbegründet. Können Sie... Das ist ein sehr guter Hinweis, den Sie da machen, und er zeigt, dass man nicht vergleichen kann die Bildung des europäischen Binnenmarkts, der unter dem Schutz gemeinsam beschlossener demokratischer Institutionen, der Kommission, dem Parlament stattgefunden hat. Und da gab es immer jemand, der Gesetzgeber mit allen Defiziten der europäischen Demokratie, der das verhindert hat. Wir haben zwischen USA und Europa keine derartigen Schutzmechanismen, wenn wir einen gemeinsamen Markt entwickeln. Aber wie könnten die denn zum Beispiel aussehen? Ja, wir wollen mit den USA keine politische Union bilden. Mhm. Wenn wir das bilden wollen, dann müssen wir es sagen, müssen diese Institutionen auch machen. Deswegen ist der Vergleich mit der Europäischen Union nicht funktioniert nicht, weil wir hatten ja eine gesetzgebende Institution, Parlament, Kommission, Ministerrat, die drauf geguckt haben, dass sowas nicht passiert. Okay. Das haben wir in den USA nicht. Wenn wir zurückdenken, was in den vergangenen Tagen so passiert ist. In München waren zehntausende Menschen auf den Straßen. Sehr viele haben diese vier Buchstaben TTIP auf großen Transparenten vor sich hergetragen. Es gab ganze Reden, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn ich mit Menschen spreche, dann habe ich eher das Gefühl, dass die allermeisten tatsächlich immer noch nicht so genau wissen, worum es eigentlich geht. Herr Dün, woher kommt diese Angst? Diese Angst ist natürlich auch schon geschürt. Also es ist immer diese... Durch diese Herrn Bode? Nein, das kann ich nicht mal sagen. Ich meine, das ist schon vorher losgegangen. Herr Bode, glaube ich, versucht letzten Endes tatsächlich Risiken aufzuzeigen und nicht von vornherein zu verhindern. Er selber sagt ja schon, dass er eigentlich schon ein Befürworter ist in einem gewissen Rahmen. Darüber sind wir uns ja jetzt schon einig. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Wissen Sie, die verschiedenen Nationalitäten in Europa haben so alle ihre besonderen Eigenheiten. Also ich bin ja nur noch zusätzlich in Ungarn tätig und kenne Österreich noch ein bisschen. Und Sie glauben mir, das nationale Bewusstsein, gerade im Bereich Arbeit, Soziales,
Gesundheit sind sowas von unterschiedlich. Es ist verrückt. Und so bleibt jede Nation letztendlich bei ihrem Standard. Wenn Sie jetzt in die USA gehen, können Sie nicht einfach sagen, die Amerikaner denken alle so. Gehen Sie nach Kalifornien, das Gesundheitsmecker überhaupt, oder gehen Sie nach Texas, wo die Steaks gar nicht groß genug sein können. Auch dort gibt es ja große Unterschiede. Wir betrachten das immer so, als wenn USA ein geeinter Staat von Gesetzgebungen auch wäre. Ist er aber auch nicht. Es gibt unterschiedlichste Dinge. Das ist dieser Aufschrei gegen TTIP im Grunde auch so eine Art neuer Anti-Amerikanismus-Kritik an Amerika? Also ich denke, da gibt es auch ein paar Stimmen, Anti-Amerikanismus und auch gegen Freihandel grundsätzlich gibt es auch, aber wir vertreten die nicht und ich glaube, das ist die absolute Minderheit. Aber was man, glaube ich, sagen muss, es gibt ein Misstrauen gegen Konzerne, gegen die Großindustrie und ein Verdacht, dass die Politik als Dienstleister der Konzerne arbeitet. Und zwar spätestens bei der Finanzkrise hat man das gesehen. Die Regierungen haben diese Finanzmärkte liberalisiert auf Druck der Finanzindustrie und damit haben sie die ganze Weltwirtschaft gegen die Wand gefahren. Und was jetzt passiert, es gibt ein Verdacht und eine Furcht und ein großes Misstrauen, dass wieder etwas über ihre Köpfe wirtschaftlich entschieden wird, was sie nicht beeinflussen und was sie nicht rauskommen. Und leider muss ich sagen, haben sie auch recht, denn weder die Kommission noch die nationalen Regierungen reden von Risiken. Ja. Und das ist ein Riesenfehler. Was hätte denn die Politik besser machen können? Aber auf alle Fälle, ich will noch mal kurz darauf einsteigen. Es ist doch so, Anti-Amerikanismus ist in manchen Parteien, in unserem System ja sehr stark verbreitet. Ja, zum Beispiel bei den Linken oder bei den Grünen ist so ein gewisser Anti-Amerikanismus in der Richtung zu spüren. Ich bin kein Linker, kein Grüner, Linker vielleicht schon, aber Anti-Amerikanismus. Doch, die Amerikaner sind die Bösen, wenn es um sowas geht. Die Amerikaner und damit, schon gar nicht. Damit wird geschürt. Damit wird geschürt. Wird ja bei den Linken. Aber wir sind so ein bisschen. Lassen Sie uns mal ein bisschen konkreter werden. Okay, gut. Sie wollten eine Frage stellen dazu. Das war. Nee, meine Frage bleibt, ist es, was treibt die Menschen auf die Straße und was hätte die Politik besser machen können, um dieses, muss man ja schon sagen, Informationsdesaster TTIP besser einzufrieden? Also für mich wäre der Vorschlag gewesen, mit dem Beginn der TTIP-Verhandlungen hätte sich eine überregionale Tageszeitung dazu verpflichten müssen, einmal die Woche über jeden Stand der Dinge der Verhandlungen zu berichten. Also die volle Transparenz über die Verhandlungen, wie sie laufen. Dann wäre die Bevölkerung von Anfang an sehr stark informiert gewesen. Aber so funktioniert der Journalismus nicht. Wir berichten ja immer nur, wenn was... Ich hätte mal was kaufen können. Aber es war doch gar nicht bekannt anfangs. Ja. Es ist doch auch so, Herr Dün, ist doch auch so, dass der Stand der Verhandlungen ist ja nur das eine Thema. Also wir wissen im Grunde nicht, was verhandelt wird. Das ist deshalb problematisch, weil bei TTIP werden eigentlich Gesetze verhandelt, die tief in unser Leben eingreifen. Nein. Aber es ist doch bekannt, was verhandelt wird. Nein, aber die Regierungen haben ja geheim gehalten und halten noch geheim, was für Drohungen bestehen im Hinblick zum Beispiel auf demokratische Prozesse, dass zum Beispiel dieses Abkommen, ohne dass nationale Parlamente zustimmen müssen, vorläufig in Kraft gesetzt werden kann. Große Gefahr. All das wird... Wer setzt die das dann ist genau eine Vermutung oder ein Wissen? All das wird von den Regierungen, das stellen wir fest, wenn wir mit den Ministerien reden, wird von den Ministerien unterdrückt. Also nur auf Stimme zu stellen. Wer setzt da Gesetze in die Kraft? Ich glaube, das sind also die wenigsten Menschen, die uns zuschauen, jetzt gerade wissen. Also es gibt eine Debatte darüber, wer kann am Schluss eigentlich über TTIP entscheiden. Ja? Und da sagen die Politiker, und da gibt es auch gute Gründe dafür, dass im Grunde jedes nationale Parlament dem zustimmen muss. Ja? Genau. Aber da können natürlich nur noch Ja oder Nein sagen, was vielleicht bei einem Abrüstungsvertrag okay ist, aber bei einem Betrag, der 20 oder 25 Marktbereiche betrifft, höchst problematisch ist. Aber was jetzt dazu kommt, ist Folgendes. Die Kommission kann der Ministerrat kann auf Antrag der Kommission dieses Abkommen vorläufig in Kraft setzen. Dann muss nur noch das Europäische Parlament zustimmen. Dann ist es in Kraft und dann wird es noch ratifiziert. Aber das kann bei diesem Ding Jahre dauern. Ja, das heißt also völlig undemokratisch. Ja, völlig undemokratisch. Aber jetzt nochmal. Also Sie sagen, vorläufige Annahme Sie wird sagen, zum Beispiel von den Politikern ganz unter der Decke gehalten. Sie sagen also, da werden im Geheimen Dinge verhandelt, die fraglich sind. Naja, heißt fraglich? Das sind Gesetze, die über Gesetze verhandelt, die uns hinterher betreffen, im Geheimen. Ja. Woher wissen Sie es dann?
Naja, das ist doch klar. Wir wissen zum Beispiel nicht die Position der... Nein, woher wissen Sie, dass über geheim darüber verhandelt wird? Und über welche Gesetze? Na, über alles. Sie können ja, wenn Sie wissen, wenn Sie den Verhandlungsstand... Ist es geheim oder nicht geheim? Natürlich ist es geheim, wenn zum Beispiel nur ein Teil der Abgeordneten Zugang auf die Vertragsentwürfe hat, die es gibt. Es ist natürlich geheim, wenn die Amerikaner gar nicht ihre Verhandlungspositionen veröffentlichen. Darf niemand sehen, können sie den Verhandlungsstand nicht ermessen. Die europäischen können sie sehen. Das ist doch ein Problem. Aber die europäischen Verhandlungspositionen können sie sehen. Aber nur für einen Teil der, nicht für alle Papiere, nur für einen Teil der Abgeordneten. Okay, wissen Sie das sicher? Das weiß ich sicher, ja. Weil Sie schon Papiere gesehen haben, die nicht veröffentlicht worden sind. Nein, aber das wissen wir. Trotzdem. Also, wenn man, das ist im Geheimen, Sie vermuten. Wenn Sie zum Beispiel den Herrn Lange, der sozusagen für das Parlament die Verhandlungen begleitet, der Vorsitzende des Handelsausschusses, der sagt das. Es werden nicht alle Papiere veröffentlicht, okay. Und nur zum Teil. Okay, dann muss man das ändern auf alle Fälle. Das muss man ändern, wird aber nicht das ganze Problem lösen. Ich halte fest, wir haben den nächsten vorsichtigen Konsens. Wir haben eine weitere Zuschauerfrage von einer Zuschauerin namens Julia, die nämlich die Frage stellt, welchen Nutzen und welche Nachteile Klein- und Mittelständler aus Europa von TTIP zu erwarten haben. Und ich glaube, damit haben wir mit Herrn Dün hier den Richtigen am Tisch sitzen. Also für Mittelständler ist das ein Segen, wenn das Freihandelsabkommen, zumindest die Zollfreiheit und der freie Warenverkehr, wenn das kommt, ist ein Segen für den Mittelstand, weil er sich dann international messen kann zum ersten Mal. Ein großes Problem ist es, große Konzerne werden immer erwähnt, dass die den größten Vorteil davon haben. Die rennen sowieso um die Welt. Die sind überall gleichzeitig. Die stellen nach lokalen Gesetzgebungen und lokalen Normierungen ihre Produkte her. Ein Siemens sagt zum Beispiel, er ist von einem Grunde deutsch, ja? Mhm. Er lebt europäisch und er produziert international. Okay. Ja? Also das gehen wir mal zurück zu den Mittelständlern. Ja. Wirklich. Es heißt ja immer wieder, viele sind in der Situation, dass sie für verschiedene Märkte wegen verschiedener Regeln das gleiche Produkt zweimal produzieren müssen. Nennen Sie doch mal ein paar Beispiele. Ja, zum Beispiel, wenn Sie heute einen, ich sage mal, einen Transformator herstellen müssen, dann unterliegen Sie entweder national, das wäre der VDE, oder europaweit im Zusammenschluss der ENEC. Sie können also in Europa einen Transformator zulassen nach ENEC. ENEC, das heißt, Sie der haben gleiche komplett Transformator, der überall verkauft werden. Überall, okay. Ganz Europa zugelassenes Zeichen. Anerkannt. Italien erkennt Deutschland an und so weiter. So, in Amerika wird Ihnen das nicht viel nützen, weil Sie dort eine andere Vorschrift haben, die sehr viel mehr Schwerpunkt auf Brandschutz legt. Das nennt sich UL. In Kanada CSA. Okay. UL, ja, Underwriter Laboratories oder Canadian Standard Association. Mhm. Dort geht es darum, sehr viel stärker in Brandschutz, weil in Amerika sehr viele Häuser aus Holz bauen. Okay, das heißt, der Transformator muss völlig anders aussehen, weil er andere Brandschutzregeln entsprechen muss. Ich kann einen nach beiden Standards gleichzeitig herstellen. Mhm. Der Aufwand ist nur besonders groß. Dann frage ich mich, ich habe neulich im Handelsblatt gelesen, dass die Mehrheit von kleineren Unternehmen und Mittelständlern eigentlich mittlerweile sagt, dass sie kein Interesse mehr an TTIP haben. Wie erklären Sie sich das, Herr Dün? Das muss durch die öffentliche Meinung wohl passiert sein, also durch die Medien. Sonst aber die wollen doch Geld verdienen. Im Moment haben die wohl wirklich die Nase voll. Sie warten erstmal ab, wie TTIP ausgeht, um hinterher dann vielleicht wieder anzugreifen. Ich würde vielleicht gerne mal was dazu sagen. Die Konzerne können in der Tat Grenzen überspringen und machen das auch. Aber für die Konzerne ist, wie gesagt, die ganze Abteilung und TTIP wirklich interessant, wo sie über die Kooperation bei Regulierungsfragen Einfluss auf zukünftige Gesetzgebung nehmen können. Wir wissen, dass die Nahrungsmittelindustrie hat ein Interesse, nicht mehr weiter reguliert zu werden. Beim Mittelstand ist natürlich gespalten. Das sind ganz klar die Betriebe, die schon drin sind, zum Beispiel Autozulieferer, für die ist das höchst interessant, das TTIP, ganz klar. Aber es gibt ja auch Teile des Mittelstandes, die sagen, sie sind nicht begeistert. Also gerade die Umfrage, das DIN-Institut durchgeführt hat, weil sie Angst haben, dass eine Harmonisierung technischer Standards zwischen den USA und Europa sie sozusagen von den internationalen Normierungen abkoppelt. Gibt es die Mehrheit der deutschen Unternehmen, die sich dagegen sehr skeptisch ausspricht, weil die Amerikaner haben nicht so viel am Hut mit multinationalen Normierungen. Also da ist es überhaupt das letzte Wort noch nicht gesagt. Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen.
Deswegen so generell zu sagen, TTIP ist ein Konjunkturprogramm für den Mittelstand, würde ich nicht unterschreiben. Für manche Bereiche ist es gut, aber für ich würde zum Beispiel auch nicht unterstreichen, bei Ihrer Darlegung, dass Großkonzerne unbedingt auf TTIP setzen. Weil Großkonzerne sind manchmal sehr wohl daran interessiert, dass es unterschiedliche Normen und unterschiedliche Vorschriften in verschiedenen Ländern, weil sie dann wegen der Wettbewerbsvorteile, die sie dann haben. Und zum Zweiten, weil gegenüber dem gleichen Unternehmen im gleichen Land, der aber nicht im anderen Land organisiert ist, in Europa fremden. Technische Standards, Normen gibt, da muss man unterscheiden zwischen privaten und staatlichen. Gilt auch bei Lebensmittelherstellern. Zum Beispiel Lebensmittelkonzerne oder Hersteller, zum Beispiel Chicken, sind lokal gebunden im Moment. Ja, und haben eigentlich kein großes Interesse daran, dass auf einmal ein weiterer Lieferant dazukommt, der jetzt auf einmal in diesen Markt reinspringt. Das ist sehr unterschiedlich, Herr Dünn, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt die größten privaten Abmachungen und privaten Standards setzen Lebensmittelkonzerne selber weltweit, weil sie zum Beispiel im Rohstoffeinkauf kaufen. Aber etwa wenn es um die Regulierung von verarbeiteten Lebensmitteln geht, da sind ja die Großkonzerne berührt davon und da wollen sie natürlich ihren Einfluss ausüben. Also man kann das alles nicht mit einem Satz beantworten. Da haben die Großkonzerne großes Interesse, dass der Staat ihnen nicht zu sehr ins Geschäft pusht. Und dazu haben wir jetzt die optimale Frage von Nico unter unseren Zuschauern, der nämlich gerne mehr zu regulatorischen Kooperationen wissen möchte und der Mitsprache der Industrie bei neuen Gesetzen. Wie würden Sie das kommentieren? Das ist ein hochspannender Bereich, der aber wirklich nur im Ansatz schon angefangen wurde zu verhandeln. Darunter versteht man ja das vorige Absprechen von Gesetzen durch Mitglieder der Exekutive. Das ist schon mal für die Demokratie höchst problematisch, wenn die Exekutive Gesetze initiiert. Das darf eigentlich nur, sollte Aufgabe des Parlaments sein. Aber was völlig unklar ist, ist... Nennen Sie doch mal ein Beispiel, wo das schon mal passiert ist. Lobbyismus. Irgendein Beispiel, wo es kürzlich mal passiert ist, wo Sie es beobachtet haben. Na, generell ist es bei uns so, dass wenn Gesetze eingebracht werden, zum Beispiel Nährwertgesetz etc., dass die Lebensmittelindustrie oder die Industrieverbände das schon sehr stark beeinflussen. Ja, also, das heißt, dass Formulierungen von Lobbyvereinen am Ende Weil die Überwachungsbehörden sind natürlich dem Einfluss von wirtschaftlichen Interessen besonders ausgesetzt. Das hat man bei der Finanzkrise gesehen, wo die Überwachungsbehörden... Okay. So. Und jetzt ist es so, das noch nicht geklärt ist, bei TTIP, das soll ja als lebendes Abkommen konstruiert werden. Das heißt, die Gesetze oder die Abmachungen, die werden dauernd weiterentwickelt. Wenn jetzt dieses Gremium, was nur aus Beamten der Exekutive besteht, was geplant ist, wenn die jetzt was entscheiden, dann ist noch nicht klar, ob und wie das Europäische Parlament überhaupt noch da das Sagen hat. Und das ist zum Beispiel ein Bedenken, dass das Europäische Parlament in der Abstimmung, die morgen stattfinden sollte, aber verschoben worden ist, die das formuliert hat. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil offensichtlich die Europaparlamentarier langsam aufwachen und merken, dass sie ihr eigenes Mandat einschränken durch TTIP. Das ist eine Riesengefahr. Stellen Sie sich mal vor, dass in Zukunft Regulierung, Gesetze nur noch auf der völkerrechtlichen Ebene behandelt werden und das Europäische Parlament zum Beispiel nur noch angehört wird. Mhm. Das ist irre. Das ist absolut irre. Und jetzt kommt es auf den Tisch, Gott sei Dank. Aber es ist so, dass die Wirtschaft ja immer schon versucht, Lobbyismus zu betreiben und die Gesetzgebung zu beeinflussen. Ja. Letztendlich ist es auch nicht so ganz verkehrt, weil ja normalerweise auch in der Industrie die Fachleute sitzen, die überhaupt das Ding beurteilen können. Ich glaube, dass finden Sie Lobbyismus auch gut? Ich habe nicht gesagt, Lobbyismus gut, aber es ist die einzige Möglichkeit. Lobbyismus ist wichtig. Ist wichtig. Ja? Also jeder von uns lebt in der Scheinwelt, Lobbyismus ist furchtbar, aber es ist notwendig, sonst entwickeln wir uns nicht mehr weiter. Stellen Sie sich mal vor, die Standards der heutigen Zeit wären auf einmal gedeckelt. Dann wären wir ungefähr bei diesem Patentamt in Chicago von 1893, wo ein Mitarbeiter dort gesagt hat, er macht das Patentamt jetzt zu, weil es gibt nichts Neues mehr zu erfinden. Und genau das wäre das. Dann können wir also alle Gesetze abschließen. Wir brauchen keine Weiterentwicklung mehr, weil keine Ideen mehr aus der Industrie, aus der Wirtschaft herauskommen. Ja, das muss da sein. Herr Dünn, Lobbyismus ist wichtig für jede Demokratie, wenn die Macht
Machtverhältnisse im Lobbyismus ausgeglichen sind. Lobbyismus ist wichtig deshalb, damit die politischen Entscheider die Interessen der Interessengruppen abwägen können. Aber was wir heute haben in Europa und in Deutschland, diese Meinung teilen viele Leute, dass der Einfluss der Wirtschaftsinteressen über den Lobbyismus unverhältnismäßig groß ist. Und ja, das hat sich bei der Finanzindustrie gezeigt. Und das ist ja auch die Angst bei TTIP. Das haben wir aber auch. Das ist ja die Angst bei TTIP. Nein, bei TTIP ist die Angst, dass dieser sowieso schon übermächtige Einfluss von Wirtschaftsinteressen durch TTIP sozusagen legalisiert wird. Das ist die Hauptfrage. Aber den ganz großen, letzten großen Lobby-Einfluss, den ich erlebt habe, speziell sowohl in national wie auch Europa, ist natürlich diese ganze Ideologen der ökologischen Energieerzeugung. Dieser Ausstieg aus der Kernkraft und gleichzeitig wollen wir jetzt aussteigen aus Kohle, wir kaufen hinterher den Strom in Deutschland ein. Das ist eine wunderbare Lobbyarbeit, die es tatsächlich geschafft hat, die Bevölkerung wirklich in Angst zu versetzen und auch für Zukunft zu halten. Mhm. Nee, das war eine sehr erfolgreiche Lobbyarbeit für das Allgemeinwohl und für das Wohl der Natur. Da kann ich nur sagen, prima. Für das Wohl der Natur. Aber wo ist ein schlechter Lobbyismus als guter Lobbyismus? Da hat Herr Dün eine andere Meinung als Herr Bode und ich habe eine andere Meinung als unsere Zuschauer da draußen. Wir kommen zu einer weiteren Zuschauerfrage von Ronny Ebel, die verhältnismäßig pragmatisch ist und die geht an Herrn Dün. Wieso senkt man denn nicht nur die Zölle oder beseitigt sie und gut ist? Das wäre der erste Schritt zu einem TTIP. Das wäre der erste Schritt, aber dann kommt eben, wie ich schon gesagt habe, die Harmonisierung, diese Gemeinsamkeit, dieses einheitliche Also TTIP leid. TTIP? Nein, TTIP ist ja eine Frage für mich, wie baue ich es aus? Das ist ja nur ein Handelsabkommen, ja, partnerschaftlich zwischen USA und Europa. Wohin das läuft, wissen wir noch gar nicht. Die Leute gehen immer davon aus, wir haben hinterher einen Staat, der alles die gleiche Gesetzgebung hat, die gleichen Voraussetzungen hat, die gleichen Vorgaben hat. Da müssen wir uns hinbewegen. Wir müssen möglichst weit gemeinsam Handelsschranken abbauen und werden dann sehen, wo stoßen wir auf Grenzen. Dazu müssen wir was verhandeln. Okay. Wir können nicht jetzt sagen, wir nehmen das Leichteste und gehen dann Schritt für Schritt vor. Aber Herr Dün, das ist ja gerade bei TTIP nicht so. Wenn das so wäre, dass aber wir das sagen... das müssten wir. Ja, aber dann müssen Sie sich gegen TTIP aussprechen, weil das Verhandlungsmandat ist anders. Da sind Sie nicht konsequent. Wenn es nur darum geht, Zölle zu senken und Schrauben... Das habe ich nicht gesagt. Oh Moment. Und Schraubenlängen gleich zu machen und Elektrogeräte durch technische Harmonisierung handelbar zu machen, dann ist es wunderbar. Aber Sie beschäftigen sich ja nicht mit dem ganzen Ballast und mit der Gefahren für unsere demokratischen Prozesse. Und da sind Sie genau wie die anderen Wirtschafts... Daran glaube ich nicht. Ja, dann müssen Sie mal ein bisschen lesen. Ja, ich brauche ja Ihr Buch nicht lesen, da ist eine vorgefertigte Meinung drin. Dann kann ich ja weiter wiederholen. Bitte. Es gibt zwei gleiche Typen hier. Nein, aber dann informieren Sie sich doch bitte. Dann schreibe ich auch mal ein Buch, dann sage ich Ihnen, dann lesen Sie mein Buch, dann haben Sie eine andere Meinung. Wie würde denn der Titel Ihres Buches heißen? Ja, zu TTIP. Aber wissen Sie, wie kann man... Nein, eben nicht, weil die Leute denken, da schwindelt uns schon wieder einer von der Wirtschaft an. Das Problem ist doch... Nein, Herr Dün, noch mal. Jetzt als Wirtschaft oder als Politiker? Es ist doch erstaunlich, mit welcher Verblendung Sie die Probleme von TTIP, die neben den wirklich begrüßenswerten Harmonisierungen von Schraubenlängen für die Demokratie bestehen. Wieso machen Schraubenlängen Sie das? Übrigens werden wir es nicht schaffen, metrisch auf Inch, um das miteinander zu vereinbaren. Das ist noch was ganz anderes. Ich bitte Sie, mal bitte nachzulesen, meinetwegen nicht bei mir, aber woanders, und sich mit den großen Problemen der sogenannten regulatorischen Kooperation mit anderen Gefahren für die Demokratie auseinanderzusetzen. Dann sprechen wir uns wieder und werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen. Wir werden eine Folgesendung zum Thema demokratische Probleme durch TTIP machen. Bitte. Aber TTIP leid, ja oder nein? TTIP Light kommt darauf an, was man darunter versteht. Also einfach nur die Zölle senken. Nur die Zölle senken und technische Handelshemmnisse beseitigen, ja. Okay. Unser Zuschauer Christian stellt die Frage, welchen Schaden kann TTIP Entwicklungsländern zufügen? Ja, ziemlich großen, je nachdem, wie tatsächlich die Auswirkungen auf Beschäftigung und Wachstum sind. Wenn etwas bei uns da rauskommt hinten, dann ist es automatisch negativ für die Entwicklungsländer. Das kommt aus den Studien raus. Und das ist der Nachteil von bilateralen Handelsabkommen. Das haben wir sowieso, dass wir tatsächlich die Entwicklungsländer, denen wir schon eigentlich viel mehr helfen müssten, dadurch noch mehr aus dem Markt aussperren. Also da bin ich mit Ihnen sehr nah beieinander. Wir leisten einfach da zu wenig. Wir ruhen uns an unseren
in unserem Wohlstand aus. Okay. Und das machen wir leider auf Kosten der Leute, die eben unsere Hilfe bedürfen. Wenn der Handel zwischen Amerika und USA forciert wird, geht es natürlich automatisch auf Kosten des Handels mit der dritten Welt. Das ist eine relativ simple Geschichte. Außer bei Rohstoffen, da werden wir sie dann wieder holen. Kurz vor Ende kommen wir nochmal auf eine eher grundsätzlichere Frage, die ich mir auch in der Vorbereitung dieser Sendung auch schon gestellt habe. Ein Leser oder eine Leserin hier anonym stellt die Frage, wer sind eigentlich die Urinitiatoren von TTIP? Herr Bode, sind Sie der Frage mal nachgegangen? Ja, natürlich gibt es ja die Geschichte, die geht ja bis in die 90er Jahre zurück und kann man relativ gut nachverfolgen. Mitantreiber war die Wirtschaft. Ganz klar. Mitantreiber, Hauptantreiber war die Wirtschaft. Was ja an für sich auch nicht schlecht ist und ist ihr gutes Recht. Aber wie gesagt, wenn es so weit geht, dass unser demokratisches System in Frage gestellt wird, dann geht es zu weit. Ja? Ja, das ist tatsächlich so, dass damals die Amerikaner und die europäischen Unternehmen und auch die Handelskammern schon miteinander sehr viel gesprochen haben und sehr viel miteinander ausgemacht haben. Und die sind dann auf die Idee gekommen, wir müssten eigentlich ein Handelsabkommen haben. Was die Politiker teilweise daraus machen, ist unverständlich, aber wir werden eine Lösung finden, wir werden Regeln finden. Und ich glaube, sehe bei weitem nicht so schwarz wie Herr Bode. Die Politiker denken sich, und die haben die Illusion, das wäre ein kostenloses Konjunkturprogramm. Das habe ich selber von einem Regierungsbeamten gehört. Das ist natürlich, da sind sie auf dem falschen Dampfer. Die Zuschauerin Claudia stellt die Frage, könnten amerikanische Firmen beispielsweise Fracking in Deutschland einklagen? Nein. Es gibt mit Sicherheit, also das glaube ich auch nicht, das ist halte ich für unwahrscheinlich, das kommt eben auf die Vereinbarung drauf an, aber die Energiefrage kann über viele indirekte Abmachungen trotzdem beeinflusst werden. Wir haben uns ja schon mit der Frage beschäftigt, was eigentlich schief gelaufen ist anfangs oder was generell schief läuft und warum TTIP auch so ein Kommunikationsdesaster ist. Da kommt die Frage einer Leserin gerade recht, wäre es nicht demokratisch ehrlich gewesen, wenn die Bevölkerung zu Beratung und Abstimmung an TTIP beteiligt worden wäre, Herr Dünen? Das ist ja meine ganz klare feste Überzeugung, dass die Intransparenz das große Problem von Anfang an war. Also man hätte komplett von Anfang an transparent berichten müssen. Man könnte nicht mit Volksabstimmungen da arbeiten. Aber ich glaube, beteiligen ist ein bisschen mehr als nur berichten. Ja, wenn das in der FAZ eine halbe Seite erscheint, dann lesen das im Optimalfall ein paar hundert Leute. Ich glaube, die TTIP ist nicht nur ein Kommunikationsdesaster, sondern ist auch ein Desaster. Aber was der natürlich ist, TTIP wäre nicht gekommen, wenn das Verhandlungsmandat des Ministerrates für die Kommission, wenn das öffentlich in den nationalen Parlamenten diskutiert worden wäre, dann wäre TTIP nicht gekommen. Das war eine Strategie. Man wollte uns das und will das uns heute noch unterjubeln. Die Regierungen, die meisten Regierungen der EU plus die Kommission. Aber ich dachte, die Wirtschaft hätte es angeschoben. Ja, natürlich. Aber die Politik arbeitet als Dienstleister der Wirtschaft. Hat sie bei der Finanzindustrie gemacht und macht es jetzt auch. Ich sehe es doch jedes Mal, wenn ich mit den Ministerien diskutiere, die Meinung der Industrie wird 1:1 vertreten. Es wird nicht abgewogen. Es wird nicht über Risiken geredet. Ich bin ehrlich gesagt schockiert. Und das ist doch ganz klar, die Bevölkerung frisst das nicht mehr. Sie frisst das nicht mehr. Da hat man versucht, sie hinter das Licht zu führen. Und meine Prognose ist, der Widerstand gegen TTIP wird noch steigen. Aber die Industrie ist so ein bisschen abstrakt. Das kann jeder so schön sagen. Wer konkret bringt die Regierung dazu, sowas durchzuboxen, auf die Gefahr hin, ich meine, das müssen wir uns klar machen, auf die Gefahr hin, dass auch Wahlen verloren werden. Wenn das ein Thema ist, was so in die Hose geht, wie es möglicherweise jetzt in die Hose geht, dann ist es eine enorme Gefahr für die Bundesregierung. Wenn das zum Thema im Wahlkampf wird, im nächsten Wahlkampf, dann bin ich mal gespannt, wie die Geschichte ausgeht. So bin ich auch gespannt. Und wer könnte das sein, Ihrer Meinung nach? Es sind natürlich die großen Industrieverbände, die erheblichen Druck ausüben. Der BDI, Bundesverband der deutschen Industrie, vorneweg. Wissen Sie das? Naja, das ist doch klar. Wenn Sie die Position vom BDI sehen, da sagt er ganz klar, es gibt überhaupt keine Risiken für die Demokratie. Und die argumentieren auch, wie der Herr Dün, die sagen, das ist alles nicht wahr, was die Kritiker sagen. Das ist natürlich extrem kurzsichtig. Wir sagen nicht, dass nicht alles nicht wahr ist. Wir fragen immer, wie kommen Sie dazu, diesen Wahrheitsgehalt, der uns vermittelt wird, einfach abzulehnen. Das kommt mir immer so ein bisschen so Ich habe das Gefühl, es gibt einige, die lesen mal, was da wirklich Glauben Sie mir, ich lese sehr viel. Auf dem Spiel steht und Sie wollen einfach bestimmte Sachen nicht zur Kenntnis nehmen, finde ich irre. Die Politik, Sie ja auch nicht. Doch.
Wenn ich das nicht machen würde, würde ich hier ganz schwer in Stand haben. Die Politiker haben gedacht, sie kriegen hier ein billiges Konjunkturprogramm, können das durchziehen. Wenn das Verhandlungsmandat diskutiert würde, wo ja diese Gefahren drinstehen, dann wäre das Ding nicht gekommen. Ja? Mhm. Und wir haben es hier mit einer Politik zu tun, die, ich sage es nochmal, bei der Finanzindustrie hat es gezeigt, die stark, zu stark auf die Interessen der Wirtschaft hört. Ja? Und dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Ihnen das Ding um die Ohren fliegt. Ich glaube, die Position ist angekommen. Ganz spannende, kurze Frage zum Schluss. Gibt es eigentlich auch Nachteile für die USA oder soll sich nur Europa anpassen? Also wenn diese volkswirtschaftlichen und sozialen Aspekte da sehr stark hineinspielen, dann wird es für die amerikanische Wirtschaft einen wirtschaftlichen Nachteil bringen, nach seiner Darstellung, weil die Amerikaner ja dann auch ihre Gesetze in unseren anpassen müssen. Mhm. Das ist natürlich ein anderer Punkt. Ob die Amerikaner das zulassen werden, bin ich mir nicht ganz sicher. Denn wenn wir uns mal mit dem Generalkonsul Müller unterhalten, der in München ist, mit dem kann man sich der sehr gut auch über Ängste in den USA, über TTIP unterhalten. Die haben die größte Angst vor... Die Amerikaner interessieren sich überhaupt nicht für TTIP. Die haben Angst vor Schimmelkäse. Ja, aber die haben ansonsten Angst vor dem Abkommen mit dem Pazifischen. Herr Matte, Sie müssen wirklich widersprechen. Wir haben in Amerika eine starke Opposition, auch von Verbraucherverbänden, ja, Public Citizen und anderen Verbänden, die genau dieselben Gefahren, die wir beschreiben, auch aufgreifen und die zu einer Debatte in den USA führen. Und gerade haben sich wieder, glaube ich, Dutzende von Juristen ausgesprochen gegen die Schiedsgerichte. Paul Krugman hat gesagt, Nobelpreisträger, TTIP ist verdächtiger Unsinn. Mhm. Ja, Josef Stiglitz hat gesagt, wir brauchen TTIP nicht, verschärft die Ungleichheit. Es ist ja nicht so, dass die Amerikaner sind. Es gibt da eine Schicht, die sieht die Risiken von TTIP genauso. Wir müssen schon mal auch sehen, wie läuft die konkrete Debatte in den USA ab. Ganz anders, als hier geschildert wird. Okay. Wir haben schon ein bisschen Protagonismus. Wir müssen zum Abschluss kommen, deswegen eine ganz kurze Frage an Sie beide. Wie würde ein gutes Freihandelsabkommen mit den USA aussehen? In zwei Sätzen. Alle technischen Handelshemmnisse, die man beseitigen kann, ohne die Weltgemeinschaft zu schädigen, beseitigen, Zölle senken, Schluss. Nationale Gesetzgebung aufrechterhalten, das ist doch ganz einfach. Meine Damen und Herren, am Ende des Tages ist die Sache doch ganz einfach. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Insbesondere bedanke ich mich für die vielen spannenden Fragen und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin beteiligen Sie sich, bloggen Sie zu dem Thema bei der Huffington Post, beteiligen Sie sich an den nächsten Diskussionen mit uns, mit der Verlagsgruppe Random House, unserem Kooperationspartner. Es hat mir Riesenspaß gebracht und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank an Sie beide und allen zusammen einen schönen Abend. Vielen Dank.